Servus und herzlich willkommen zu Lego Harry Potter 1 bis 4. Wir machen weiter mit dem vierten Level. Haben jetzt das schon bei 44,5%. Haben vier Level schon abgeschlossen. Heute, wir machen ja dann das fünfte Level. Entschuldigung. Der verbotene Wald. Da fehlt nur noch ein Charakter, weil die anderen zwei haben ja wir ganz am Anfang schon gemacht. Bevor wir das erste Level gemacht haben. Dann legen wir mal los. Das erste ist, wir machen mal das kaputt, weil dann nerven die Dinge nicht. So, das wäre dann praktisch der Schüler. So. Eins von 10. Eins von drei. Zwei von 10. Dann graben wir das mal aus. Ah ja. Zwei von drei. Das habe ich doch besiegt vorhin. Ja, legt mich doch. Was für eine Logik. So. Dann haben wir da 3 von 3. Dann brauchen wir Fang. Irgendwas kommt mit der Spanisch vor. Okay, dann lass uns mal weitergehen. Ich hoffe, dass wir dann nichts verpasst haben. Leg mich doch.
Okay, schauen wir mal. Da war auch ein Charakter drin. Vier von zehn. So passt. So kommen wir definitiv hoch. So, da ist auch nochmal Charakter drin. Dann haben wir den Drago. Eins und sechs. So, dann haben wir da einen weiteren Wappen. Da noch mal ein Wappen. Dann nochmal. So, dann haben wir das. Dann gehen wir mal darüber. Haben wir da auch noch mal was? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Ich hoffe, wir haben ganz verpasst. Ach komm schon. Ja, dann müssen wir halt noch mal.
Tut mir leid, Leute, wenn wir heute nochmal starten. Wenn wir irgendwas vergessen haben. Bestimmt dieses eine, wo man so blöd gesehen hat. Komm, lad halt endlich. 44,9%. Ja, Charaktere haben wir. Wir brauchen ja nur das eine fehlende Wappen. Darauf konzentrieren wir jetzt halt nur auf das. Nummer 1. Nummer 2. Das müssen wir machen, weil sonst kommen wir nicht weiter. Geht die Herrn Spader. So, da ist wirklich nichts. Okay, Nummer 3. Warte mal. Halt. Warum zeigt es da das an? Einmal. Nee, mit Ass. Hier kommt da eine drunter. Okay. Aber man kann da zurück, falls wirklich. Vier von zehn. Vier von zehn. Da hat man jetzt aber auch bloß drei gesehen, ne? Ja, dann wird er schon so seine Richtigkeit haben.
Okay, dann schauen wir halt mal. Also ich zahle da jetzt halt 6. Okay. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. So, jetzt haben wir es. So, speichern und verlassen. So, jetzt haben wir es endlich mal. Dann bis zur nächsten Folge. Servus.